Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Versteckte Botschaften aus dem Jenseits. Meine Oma und ich waren schon immer unzertrennlich. Wir lebten bereits die ersten Jahre meiner Kindheit zusammen mit meiner Mama und meinem Großvater in einem Haus in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. So kam es dazu, dass wir automatisch viel Zeit miteinander verbrachten. Da ich es nur 2 Wochen im Kindergarten aushielt, weil mich die anderen Kinder und die Erzieher ignorierten, nahm meine Oma mich in ihre Obhut, weil sie Frührentnerin war. Es gab kaum jemand in unserer Umgebung, der meine Oma nicht kannte. Sie war immer adrett gekleidet und ging mit der Zeit. Ihre Haare trug sie oftmals hochgesteckt oder gelockt, setzte ab dem 55. Lebensjahr jedoch auf modische Perücken. Anstatt eines Stofftaschentuchs faltete sie immer Küchenpapier fein säuberlich zusammen und benutzte es, um sich die Nase zu putzen. Dazu war sie ein Buch mit 7 Siegeln. Wir wussten, dass sie ihre Geheimnisse eines Tages mit ins Grab nehmen würde. Unsere Beziehung war etwas Besonderes. Dabei setzte sie mir aber immer wieder Flausen in den Kopf. So fanden wir es beispielsweise beide nicht sonderlich gut, dass meine Mutter raucht. Deswegen stopften wir eines Nachmittags Streichhölzer in ihre Fluppen. Am Abend, als meine Mama sich eine Zigarette aus der präparierten Schachtel nahm, ging der Glimmstängel kurzerhand in Flammen auf, sodass er einen Teil ihres Ponys abfackelte. Ich lachte und lief zugleich um mein Leben, da meine Mama die Aktion natürlich alles andere als witzig fand. Meine Oma stellte sich dann schützend vor mich, lachte ebenfalls, riet aber meiner Mutter ab, mir deswegen etwas anzutun, was sie später bereuen würde. So war sie immer. Sie war mein Schutzschild und mein Rückzugsort, wenn es mir einmal schlecht ging. Als ich dann von der Grundschule auf die weiterführende Schule gehen sollte, riss es mir den Boden unter den Füßen weg, als es hieß, dass wir alle aus dem Haus ausziehen und jeweils in getrennte Wohnungen ziehen würden. Uns trennte zwar im Endeffekt nur eine Straßenseite, jedoch fehlte es mir, mit meinen Großeltern unter einem Dach zu wohnen. Immerhin hatte ich zu meiner Oma und meinem Opa eine bessere Beziehung als zu meiner Mama. Um ehrlich zu sein, fühlte es sich für mich sogar so an, als wären sie meine richtigen Eltern. Wenn ich nicht nach der Schule zu lange mit Hausaufgaben beschäftigt war oder mich mit Freunden traf, unternahm ich was mit meinen Großeltern. Mit meiner Oma ging ich darüber hinaus häufig ins Zentrum zum Bummeln. Meistens blieb es natürlich nicht dabei. Aber ich genoss ihre Gesellschaft nicht wegen der spaßigen Aktivitäten, sondern deshalb, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich bei meiner Oma sein kann, wer ich bin. So ging es immer weiter. Dass ich älter wurde, änderte nichts an unserer Beziehung. Mir tat es nur in der Seele weh, als ich mich dazu entschied, für ein Studium in die nächstgelegene Großstadt zu ziehen. Denn was wir alle wussten, aber nie Thema sein sollte. Oma war krank. Sie hatte es unter anderem mit der Schilddrüse und litt an Diabetes. Das war das einzige Thema, worüber wir nie sonderlich sprachen, da sie bei einem falschen Wort zur Furie werden konnte. Sie hatte Angst vor Operationen und dergleichen. Niemand von uns zwang sie zu etwas, aber wir machten uns trotzdem alle Sorgen. Und meine Sorgen wurden mit meinem Umzug immer größer. Denn wenn ihr irgendwas zustoßen würde, könnte ich dann nicht sofort zur Stelle sein. Trotz allem telefonierten wir regelmäßig, tauschten uns weiterhin aus und ich versuchte, mindestens einmal im Monat zu Besuch zu kommen. Da mir mit dem Alter immer bewusster wurde, dass jeder gemeinsame Moment der letzte gewesen sein könnte. Bevor ich mein Studium beendete, merkte ich bei meinen Besuchen, dass meine Oma ziemlich abbaute. Sie wurde immer dünner und blasser. Oftmals erwischte ich sie dabei, wie sie einfach ins Leere starrte. Selbst wenn sie sich mit dem fein säuberlich zusammengefalteten Küchenpapier die Nase putzte oder ihren Mund abwischte, schien es so, als würde sie nicht wirklich anwesend sein. Wenn ich sie fragte, ob irgendwas ist, winkte sie gekonnt ab. Ich sagte ihr, dass mir das Angst macht, aber sie lächelte meine Sorgen einfach weg. Als ich dann für meinen Job nach dem Studium von einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt in die große Metropole Berlin ziehen wollte,
fragte ich mich oftmals, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Die Arbeitszeiten erlaubten mir nicht mehr so einfach meine regelmäßigen Heimatbesuche. Sie mussten zukünftig um Wochen im Voraus geplant werden. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich zum letzten Mal bei ihr war. Sie steckte mir heimlich Geld zu, damit ich in meinem ersten Monat noch etwas Puffer hatte. Zum Abschied fuhr sie mich zusammen mit meinem Opa zum Bahnhof. Wir drückten uns immer sehr intensiv. Als ich meinen Koffer nahm und sie wieder ins Auto steigen wollte, hielt sie für einen kurzen Moment inne, als ob sie mir noch etwas mit auf den Weg geben wollte. Doch dann veränderte sich ihre Mimik und sie setzte sich ins Auto. Kurz bevor ich durch die Bahnhofstür ging, winkte ich meinen Großeltern noch einmal zu. Dann fuhren sie los und ich ging zum Zug. Nach 4 Wochen in meiner neuen Wahlheimat telefonierte ich eines Abends, wie so oft, mit meiner Oma. Wieder einmal meinte sie, dass es ihr nicht so gut ginge. Das war zwar nichts Ungewöhnliches, jedoch konnte ich aus ihrer Stimme heraushören, dass sie ziemlich erschöpft klang. Die Galle mache ihr zu schaffen und sie könne sich vor lauter Schmerzen kaum bewegen. Ich bat sie darum, zum Arzt zu gehen, woraufhin sie mir widerwillig versprach, dass sie das tun werde. Als ich mich 2 Tage später danach erkundigte, wie es ihr geht und was der Arzt gesagt hat, eröffnete sie mir, dass sie gar nicht dort gewesen sei. Ich wurde wütend und schrie sie durchs Telefon an, dass sie bitte zum Doktor gehen soll. Doch sie meinte zu mir, dass es eh egal sei, was mit ihr ist und wie es ihr geht. Da sie nicht länger mit mir diskutieren wollte, legte sie plötzlich auf. Tränen schossen mir vor lauter Wut in die Augen. Weinend rief ich meine Mama an und bat sie, nach meiner Großmutter zu sehen und ihr ins Gewissen zu reden, da ich mir ernsthaft Sorgen machte. Schließlich wusste ich, wie sie mittlerweile aussieht, und ihre Stimme hat sich auch verändert. Meine Mutter tat mir den Gefallen und ging hinüber. Wenig später erhielt ich einen Rückruf von ihr. Sie war noch immer bei meinen Großeltern und übergab den Hörer an Oma. Die versprach mir nun erneut, dass sie wirklich zum Arzt gehen wolle und dass ich mir bitte keine Sorgen machen soll. Ihre letzten Worte, die sie mir an jenem Abend sagte, waren: Ich liebe dich, mein Schatz. Weitere 2 Tage vergingen, ehe ich morgens einen Anruf von meinem Opa erhielt. Oma musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, da sie sich nicht mehr bewegen konnte. Er meinte aber, dass es nicht allzu schlimm sei. Das ungute Gefühl konnte er mir damit trotzdem nicht nehmen. Ich schaute immer wieder nach, wann ich zeitnah mit der Bahn in die Heimat fahren konnte, um sie zu besuchen. Leider ließ mein Arbeitsplan es erst 1 Woche später zu, weil ich nicht in meinen ersten Wochen schon mit einer Sonderbehandlung um die Ecke komme und so vielleicht einen schlechten Eindruck machen wollte. Heute bereue ich es, so gedacht zu haben. Denn 5 Tage später eröffnete mir mein Opa am Telefon, dass meine Oma sterben werde. Die Ärzte hätten sämtliche Krebsarten in ihrem Körper gefunden. Wie lange man ihr noch gibt, konnte niemand sagen. Ich hoffte so sehr, dass ich mich noch von ihr verabschieden kann. Am nächsten Tag erzählte mir mein Opa sogar noch, dass Oma nach mir gefragt hat, wann ich sie wohl besuchen komme. In 30 Stunden hätte ich bei ihr sein können. Ich betete dafür, dass ich es noch rechtzeitig schaffen würde, obwohl ich eigentlich nicht an Gott glaube. Als ich im Bett lag und um 21.23 Uhr mein Handy erneut klingelte, wusste ich genau, was für eine Nachricht mir meine Mutter nun überbringen würde. Ich sollte mich nicht täuschen. Schluchzend erzählte sie mir, dass Oma eben eingeschlafen sei. Viel konnte ich nicht sagen, außer ein Okay und bis morgen dann. Ich lag wie erstarrt im Bett. Meine ganze Welt brach in dem Moment zusammen. Aber ich konnte nicht weinen. Dabei wollte ich es so sehr. Die ganze Nacht über machte ich keine einzige Sekunde die Augen zu. Für mich war das alles so surreal. Der Mensch auf der Welt, der mir am liebsten war, ist an diesem Abend von mir gegangen. Wie in Trance machte ich mich für die Arbeit fertig.
als mein Wecker am nächsten Morgen klingelte. Da ich mich während der Fahrt in die Redaktion ablenken wollte, entschied ich mich dazu, das neue Album einer meiner Lieblingskünstler zu hören. Anstatt von vorne anzufangen, drückte ich mechanisch auf das letzte Lied. Die gesungenen Wörter meißelten sich in mein Gehirn. Denn alles, was noch kommt, ist nur der Rest. Wie wahr, dachte ich in dem Moment. Bei der Arbeit angekommen, entschied ich mich, bei meiner Chefin mit offenen Karten zu spielen und teilte ihr meinen Verlust mit. Sie sprach mir ihr Beileid aus, wirkte aber dennoch kühl, weil sie dachte, dass ich meine Arbeit heute nicht schaffen würde. Da ich meine Chance eh vertan hatte, spielte es jetzt aber keine Rolle mehr für mich, wann ich nach Hause fahren würde. So zog ich den kompletten Arbeitstag durch. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Auf der Heimfahrt hörte ich erneut in Dauerschleife immer wieder den einen Song vom Morgen, der meine derzeitige Situation nicht besser hätte beschreiben können. Noch immer habe ich keine einzige Träne vergießen können. Das änderte sich allerdings, als ich mich in der Umgebung aufhielt, in der ich mit meiner Oma oftmals zusammen war. Vermutlich erlitt ich einen Nervenzusammenbruch, verbot meine Mutter jedoch, einen Krankenwagen zu rufen. Ich kann mich an die 2 Tage bei meiner Familie gar nicht so richtig erinnern. Wahrscheinlich waren meine Mama und ich bei Opa, um ihm Trost zu spenden. Eine Hilfe werde ich dabei sicherlich nicht gewesen sein. Nach dem Wochenende fuhr ich wieder nach Hause und entschied mich dazu, die Arbeit wieder aufzunehmen, da ich Angst hatte, dass ich meinen Kopf vor lauter Gedanken um den Tod meiner Oma verlieren würde. Ich hatte Spätschicht. Arbeitsende war demnach um 1 Uhr nachts. Nachdem ich die Redaktion verlassen hatte, um mit dem Bus nach Hause zu fahren, setzte ich meine Kopfhörer auf, um gewohnheitsmäßig Musik zu hören. Das machte ich immer so und tat mir gerade jetzt wirklich gut. Wenn ich aus dem Bus aussteige, muss ich noch etwa 15 Minuten bis zu mir nach Hause laufen, da ich in einer ruhigeren und abgelegeneren Gegend wohne. Eigentlich hatte ich keine Angst, so spät nachts noch allein unterwegs zu sein. Um ehrlich zu sein, genoss ich die Dunkelheit sogar. Doch plötzlich merkte ich, dass etwas anders war. Die Musik begann zu rauschen. Ich stoppte meinen Player kurz, machte ihn wieder an und alles funktionierte einwandfrei. Doch nur für kurze Zeit. Das Rauschen kam wieder. Ich fand das zwar merkwürdig, beschloss aber einfach, am nächsten Tag andere Kopfhörer zu benutzen. Während ich mir das in Gedanken sagte, vernahm ich plötzlich hinter mir ein weiteres Geräusch. Je genauer ich jetzt hinhörte, umso deutlicher merkte ich, dass jemand hinter mir ging. Aus Schreck legte ich einen Zahn zu. Die Person hinter mir tat es mir nach. In dem Moment fing mein Herz an, laut zu schlagen. Schnell griff ich mit der linken Hand nach meinem Handy und tat so, als würde ich jemanden anrufen wollen. Mit der rechten Hand zückte ich gleichzeitig die Spitze meines Haustürschlüssels. Um mich zu wehren, sollte es hart auf hart kommen. Es dauerte nicht lange, bis ich hörte, dass die Schritte hinter mir langsamer wurden. Ich tat jedoch weiterhin so, als würde ich mit meiner Oma telefonieren, bis ich vor meiner Haustür war. Zugegeben, die Furcht in dem Augenblick war groß. Aber eigentlich war ja nichts passiert. Am nächsten Tag steckte ich dann andere Kopfhörer ein und ging davon aus, dass die Alten einfach ihre besten Tage hinter sich hatten und das Rauschen nicht zurückkommen würde. Doch ich sollte mich irren. Auf meinem nächtlichen Nachhauseweg war es wieder da. Es schien fast so, als ob jemand versuchen würde, die Musik leiser zu drehen, um mit mir kommunizieren zu können. Oder besser gesagt, sogar warnen. Denn genau in dem Moment merkte ich, dass dieses Mal auf der anderen Straßenseite jemand war, der immer wieder zu mir rüberschielte. Ich tat erneut so, als würde ich mit meiner Oma telefonieren. Und wieder schaffte ich es unversehrt nach Hause. Den darauffolgenden Tag schaute ich in meinem Schrank, ob ich noch ein Ersatz-Smartphone parat hatte. Ich wurde zum Glück fündig. Mittlerweile ging ich nämlich davon aus,
dass nicht die Kopfhörer das Problem waren, sondern das Handy einfach einen Schaden hatte. Schnell richtete ich die nötigen Funktionen ein und machte mich routinemäßig auf den Weg zur Arbeit. Ich saß gerade in der U-Bahn, hörte Musik und dachte wieder an meine kürzlich verstorbene Oma, als es erneut auf meinem linken und meinem rechten Ohr rauschte. Was zur Hölle ging hier vor sich? Ich schaltete die Musik aus und sah mich um. Alles friedlich. Für einen Moment hielt ich inne. Bildete ich mir das alles nur ein? Wenig später erhielt ich die Antwort darauf, als ich einen zweiten Versuch wagte und die Musik wieder anmachte. Die Angst, die ein weiteres Mal in mir aufstieg, versuchte ich dieses Mal einfach beiseite zu schieben. Ich hörte ganz genau hin. So, als würde ich davon ausgehen, dass hinter all dem eine versteckte Botschaft liegen würde. Dann lief die Musik plötzlich wieder normal. Diese Beobachtung sollte ich noch viele Tage später machen, denn das Rauschen kehrte immer wieder zurück. Selbst bei Telefonaten wurde ich davon unterbrochen. Immer wieder. Was mir anfangs einen kalten Schauder über den Rücken jagte, nutzte ich für mein schlechtes Gewissen, das ich meiner Oma gegenüber hatte, weil ich es nicht rechtzeitig zu ihr geschafft hatte. Ja, ich redete mir ein, dass es sich dabei um versteckte Botschaften aus dem Jenseits handelte und meine Oma auf diese Weise versuchen würde, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich fragte meine Mama, ob ihr nach dem Ableben von meiner Oma etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Das verneinte sie. Deswegen entschied ich mich dazu, mein kleines bizarres Geheimnis mit dem Rauschen für das Erste für mich zu behalten. Ich wollte ja nicht, dass man mich für verrückt erklärt. Aber es half mir für eine kurze Zeit, den Schmerz, der sich in mir befand, zu lindern. Ich fand Trost darin, dass ich mich auf diese Weise in Gedanken bei ihr dafür entschuldigen konnte, dass ich mich nicht mehr von ihr verabschiedet hatte. Außerdem sagte ich ihr in Gedanken, dass ich ihr es nicht übel nehme, weil sie mit Sicherheit davon gewusst hat, dass ihre Zeit ablief. Warum sonst hat sie unser letztes Gespräch mit einer derartigen Liebesbekundung beendet? Ein Ereignis stand mir noch bevor, wovor ich richtig Angst hatte. Die Beerdigung. Für mich bedeutete das wirklich der endgültige Abschied. Ein Blick auf die Urne genügte, um mir klarzumachen, dass Omas Körper nun wirklich nicht mehr da war, dass sie wirklich nur noch Asche und Staub ist. Der Weg zum Grab fühlte sich wie eine endlose Ewigkeit an. Von der Beerdigung selbst weiß ich kaum noch etwas. Ein Trauerredner sprach nette Worte über meine Oma und erwähnte sogar unsere besondere Beziehung zueinander. Das machte den Zustand aber nicht gerade besser oder gar erträglicher für mich. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie ich stumpf durch die Bäume hindurch sah. Meine Konzentration lag einzig und allein darauf, nicht vor all den Trauernden zusammenzubrechen. Als ich an der Reihe war, um Erde auf die Urne zu streuen, sah ich das erste Mal das Porträt von meiner Oma, das dort aufgestellt wurde. Sie lächelte glücklich und zufrieden, hatte rote Bäckchen und strotzte einfach voller Leben. Ich hingegen konnte dieses Bild keine Sekunde länger betrachten, weil es für mich einfach nichts mehr zu lachen gab. Keine Freude. Nichts. Gar nichts. Während sich die anderen noch zum Leichenschmaus verabredeten, zog ich mich zurück und machte mich auf den Weg nach Hause. Dort angekommen, nahm ich mein Handy und meine Kopfhörer, um mit dem eintreffenden Rauschen das eben Erlebte zu verarbeiten. Doch es kam nicht mehr. Alles funktionierte einwandfrei, als ob nie etwas gewesen wäre. Anscheinend hat sich der Geist meiner Oma mit ihrer Beerdigung von mir verabschiedet. Mich machte das fast ein wenig sauer, da ich wusste, dass ich jetzt wirklich keine Möglichkeit mehr hatte, mit ihr irgendwas zu teilen. Das Rauschen nach ihrem Ableben war unsere Kommunikationsmethode. Jetzt musste ich lernen,
anders mit dem Schmerz umzugehen. Zugegeben, ich rede mir noch immer ein, dass meine Oma bei mir ist. Zwar nicht mehr im körperlichen Zustand, aber in anderer Form. Die Liebe, die wir füreinander empfunden haben, kann nicht mal der Tod trennen. 4 Monate später, am 25. März 2020, wäre meine Oma 75 geworden. Ich kann mich noch ganz genau an den Morgen erinnern. Als ich langsam aus dem Schlaf erwachte, war es bereits hell. Die Sonne schien mir ins Gesicht. Nachdem ich die Augen geöffnet hatte, lauschte ich dem Vogelgezwitscher. Als ich mich in Richtung Bad begeben wollte, sah ich, dass kurz vor dem Fußende meines Bettes etwas lag. Verdutzt bückte ich mich und hob es auf. Es war ein silberlich zusammengefaltetes Küchentuch. So ein Küchentuch, das meine Oma stets bei sich trug. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, diese Art von Küchentuch besessen zu haben. Ich hatte nur welche mit Muster da. Sie besaß hingegen immer ein weißes. Zuerst dachte ich, dass es durch mein angekipptes Fenster geflogen sein könnte. Doch das war unmöglich, denn ich hatte ja Fliegengitter davor. Außerdem lag es sehr säuberlich zusammengefaltet da. Ich ertappte mich dabei, wie ich an dem Stück Küchenrolle roch und musste überrascht feststellen, es roch ganz klar nach meiner Oma. Ich lächelte und fasste es als letzten Gruß auf, den sie an ihrem Geburtstag an mich richtete.